Als erstes machen wir Nutella-Cookies und dafür braucht ihr ein Ei, Weizenmehl, Backpulver, Vanillezucker, Zucker, Butter und natürlich Nutella. Die Mengenangaben findet ihr unten in der Infobox. Als erstes gebt ihr Butter in die Schüssel. Die Butter sollte auf jeden Fall weich sein. Die könnt ihr dann halt vorher in die Mikrowelle tun oder in einem Wasserbad erhitzen. Als nächstes ist die Nutella dran. Die gebt ihr dann auch noch in die Schüssel dazu. Ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr immer sagt. Der, die oder das Nutella. Ich sag auf jeden Fall immer irgendwie so, wie es gerade passt. Dann gebt ihr nur noch ein bisschen Zucker dazu. Das Ganze vermischt ihr dann mit einem Mixer zu einer cremigen Konsistenz. Dann gebt ihr noch ein Ei dazu und mischt das Ganze nochmal durch. Als nächstes fügt ihr noch das Mehl hinzu, das Backpulver und den Vanillezucker. Und das Ganze verknetet ihr dann am besten mit der Hand. Am Ende habt ihr dann einen Teigklumpen und diesen müsst ihr dann bis zu 2 Stunden in euren Kühlschrank stellen, damit er ein bisschen ziehen kann. Ich habe jetzt nur 1 Stunde gewartet und habe den Ofen schon mal auf 180 Grad vorgeheizt und meinen Teig in der Zeit schon mal ausgerollt. Um eine saubere, runde Form für meine Cookies zu erhalten, habe ich mir ein Glas genommen und diese damit dann ausgestanzt. Wenn euer Backblech dann voll ist, lasst ihr eure Kekse ungefähr 10 bis 15 Minuten im Ofen backen. Da auf ein Backblech ungefähr immer nur die Hälfte des Teigs drauf passt, habe ich auf das andere Backblech dann andere Cookies ausprobiert. Und zwar habe ich hierfür einfach in die Mitte des Cookies einen Klecks Schokolade, also Nutella, hingetan und habe sie dann mit einem anderen Cookie abgedeckt. Das heißt, ihr legt 2 Cookies übereinander und dazwischen kommt Nutella. Als nächstes habe ich einen leckeren Mikrowellenkuchen. Hierfür braucht ihr Öl, Kakaopulver, Milch, ein Ei, Zucker und natürlich wieder Nutella. Alle Zutaten mischt ihr dann, egal in welcher Reihenfolge, zusammen in eine Tasse. Passt dabei auf, dass die Tasse auch Mikrowellen geeignet ist.
Um die Zutaten ein bisschen besser mischen zu können, nehmt ihr am besten eine Gabel. Dann kommen wir auch schon zum besten Teil. Und zwar stellt ihr einfach eure Tasse für ca. 4 Minuten in eure Mikrowelle bei 600 Watt. Am besten schaut ihr zwischenzeitlich immer mal wieder in eure Mikrowelle, denn es kann sein, dass euer Mikrowellenkuchen zu schnell hochbackt und dann solltet ihr ihn bitte vorher rausholen. Zum Schluss machen wir super einfache Bananen-Nutella-Milchshakes. Hierzu benötigen wir Vanillezucker, eine Banane, Milch und natürlich wieder Nutella und natürlich auch einen Shaker. Das Ganze tut man dann in den Shaker und lässt das Ganze gut vermischen. Wenn ihr die Mengenangaben aus der Infobox nehmt, reicht es ungefähr für 2 Personen. Dann kommen wir auch schon zum Ende meines Videos. Da könnt ihr natürlich auch noch eure Cookies mit ein bisschen Puderzucker verzieren und natürlich auch den Mikrowellenkuchen. Ich hoffe, euch hat das Video sehr viel Spaß gemacht und ihr habt ein bisschen Hunger bekommen beim Zugucken. Und ich hoffe auch, dass ihr vielleicht einige Rezepte davon nachmachen wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.